First one. Ja, die erste Frage. Du kannst auf Deutsch fragen, ich übersetze. Okay, du kannst aber auch Englisch sprechen. Ja, ich kann auch. Mir egal. Also, ja, ich wollte fragen. English, I translate into German. Ich denke, das Siegel Gottes, sagen wir, ist der Sabbat. Aber ich glaube, es ist nicht nur der Sabbat, sondern gemäß Epheser 1, Vers 13 sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich lasse immer nur ein, zwei Sätze, dass ich übersetzen kann. So, I understand that the Sabbath is the I don't know if there's anybody speaking English here, only I translate into English. The Sabbath is the seal, but at the same time, it says in the Bible that we're sealed with the Holy Spirit. With the Holy Spirit. Yes, the Holy Spirit is the seals. It is connected especially with the inauguration and the work of the Holy Spirit that seals us for protection. Okay. Also die Versiegelung durch den Heiligen Geist hat etwas damit zu tun, dass er uns the Holy Spirit is the Schutz gibt und uns im Herzen versiegelt. Is the sealing agent of the love of God. You may read in 2 Corinthians chapter 3. Just one or two sentences at a time. Ich wollte noch weiter fragen. So his question was not finished. Let him finish. Oh, okay. Ja, und weil wir lesen bei Schwester Weid, wir können Sünde nur überwinden durch die dritte Person der Gottheit, durch die mächtige Kraft der dritten Person der Gottheit, das heißt der Heilige Geist. Ellen White tells us that we can only become overcomers by the holy power of the third person of the Godhead. Ja, und dann haben wir gesagt, es kommt eine Zeit, wo der Geist Gottes komplett zurückgezogen ist. But then also he said that there's going to be a time when the Holy Spirit will be totally withdrawn from the earth. But not from us. Ist das schon nach der Versiegelung praktisch? So is this moment taking place after the sealing? Yes, at the moment the Spirit of God will be leaving the earth, withdrawing the earth at the moment when we are sealed, and the Spirit of God will be completely withdraw the earth from the wicked after the sealing. Der Moment, wo der Heilige Geist von der Erde zurückgezogen wird, ist, nachdem wir versiegelt worden sind. Und nachdem wir versiegelt worden sind, wird der Heilige Geist vollständig von der Erde zurückgezogen. There is a statement where she says that the world will be delivered to the government of Satan. Es gibt eine Aussage von Ellen White, wo sie sagt, dass die Welt vollständig der Herrschaft Satans ausgeliefert wird. But the Holy Spirit will remain in those who will have the seal of God. Aber der Heilige Geist bleibt, obwohl er der ganzen Welt entzogen ist, bei denen, die das Siegel Gottes haben. Ja, genau, das wollte ich wissen, weil wir können question. Ohne Heiligen Geist. So, because without the Holy Spirit we could not do anything. Mm-hmm. Ja, ich weiß nicht, ist jemand hier, der moderiert? Ich weiß nicht, wer sich als Erster gemeldet hat. Ja. Ich habe eine Frage über die sieben Posaunen. In Deutschland, she has a question about the seven trumpets. Unsere Geschwister, die sieben Posaunen in die Zukunft übertragen. In Germany we have aber wir glauben, dass die schon members of the church that put the fulfillment of the seven trumpets into the future, but we believe that they have already taken place. I spend near 9 hours in with your brother translating me in Nuremberg. Ich habe ungefähr 9 Stunden darüber Vorträge gehalten mit ihrem Bruder mit Johannes Kolecki in Nürnberg über dieses Thema. Dealing with the seven trumpets. Über die sieben Posaunen. In the seven, this only the seven plagues are the last plagues, but the seven trumpets are not said the last. Über die Plagen wird gesagt, dass es die letzten Plagen sind, aber dass sie also am Ende stattfinden, aber über die Posaunen wird nicht gesagt, dass es die letzten Posaunen sind. The former trumpets were mitigated with mercy. Only the last trumpet reveals the wrath of God in connection with the seven plagues. Only the last trumpet. The last trumpet. Die ersten Posaunen waren alle mit Gnade vermischt, aber nur über die letzte Posaune wird gesagt, dass sie den Zorn Gottes in Verbindung mit den sieben Plagen offenbart. At that time, let me finish just one more sentence. Noch ein Satz dazu. At that time, the doors are open to enter in the time of the trumpets.
zur Zeit der Posaunen sind die Türen geöffnet, um hineinzugehen. We find the connection of the sixth trumpet with the altar of incense, so we didn't reach 1844. Die sechste Posaune wird dargestellt in Verbindung mit dem Rauchopferaltar im Heiligen, das heißt 1844 ist noch nicht da. Only the seventh trumpet opens the door to the most holy place. Sondern erst zur Zeit der siebten Posaune wird das Allerheiligste geöffnet. Und jetzt noch zusammen mit den Plagen. Der hat gesagt, dass der Hagel, dann wäre schon das Gottesvolk wird im Himmel sein. You said that wann fängt es an, dass die Plagen anfangen und das Gottesvolk im Himmel kommt? Das kann ich nicht. Okay, the question is, you said that when the hail comes down, the believers are already taken up into the air, because they don't receive them. So how is the connection between the various plagues and the time when the redeemed go up? And I think that we that we will leave the earth when we will see Jesus coming in the cloud. He is sitting in the cloud in Revelation 14. Ich glaube, dass der Moment, wenn wir in die Luft entgegengerückt werden, der Moment ist, wenn wir Jesus auf den Wolken kommen sehen, und das steht im Zusammenhang mit der letzten Plage. But I don't know exactly at what specific moment. I think it has to do after the seventh plague or in connection with the seventh plague. Ich kann also den genauen Moment nicht definieren. Alles, was wir wissen, ist, dass es in Verbindung mit der siebten Plage ist oder direkt nach der siebten Plage. In Offenbarung 16,7, da steht ein Altar. In Revelation 16,7? Und Sie haben gesagt, es ist der Räucheraltar. Ist das auch wirklich? Aber ich habe es falsch gehört. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Offenbarung 16,7. Ja? Da ist ein Räucheraltar. Ah ja, okay. Hat er gesagt. Ja, so, aber da steht nur Altar. Was das jetzt da ist. Steht nur Altar und ja. Er hat gesagt Räucheraltar. Ja. Okay. Revelation 16,7, the Bible just says altar. It doesn't talk about the altar of incense, but you talked about the altar of incense. Some believes that it has to do with the altar of the of Holocaust, the burning altar. Es gibt Leute, die glauben, dass dieser Altar der Brandopferaltar ist. Because the text says that they were crying under the altar. Weil in diesem Text steht, sie schrien, sie waren unter dem Altar, sie schrien von unter dem Altar her. And the blood of the sacrifice were placed at the base of the altar. Und das Blut von den Opfern wurde ja immer an den Fuß des Altars gegossen. But the Greek translation is different from the Greek translation of the Greek the Greek word is different from the Greek translation made by the Septuagint. Of the Old Testament. The Greek word in the New Testament is different from the Greek word of the Septuaginta. Yes. In the it's different. It's okay. Another thing. Mm-hmm. Aber das different from the Greek word in the Old Testament of yes, the. Yes, we find under the altar. They cried out under the altar, not and it's not the expression at the base of the altar. Okay, das griechische Wort, was hier benutzt wird, ist ein anderes Wort als das griechische Wort im Alten Testament, was in der Septuaginta für den Brandopferaltar benutzt wird. Und dieser Ausdruck, sie rufen von unter dem Altar, deutet darauf hin, der Ausdruck, der dort benutzt wird, dass es nicht der Brandopferaltar ist. In order to understand the expression under the altar, we have to go to the rabbinic sources. Rabbinic also dieser literature. Begriff unter dem Altar hängt nicht zusammen mit dem Blut, was dorthin gegossen wurde, sondern um diesen Begriff zu verstehen, müssen wir in die rabbinischen Quellen gehen. And we find that in the days of the Apostle Paul, the expression under the altar was equivalent to the expression under the throne of God. Und wir können sehen, dass zur Zeit des Paulus dieser Begriff unter dem Altar
bedeutete, er hing also zusammen mit dem Verständnis unter dem Thron Gottes. And it had to do with a heavenly altar, like the heavenly throne is in heaven. Und dieser Ausdruck hatte zu tun mit dem himmlischen Altar, also der Thron Gottes, der sich im Himmel befindet. In Revelation there is only one altar and it has to do with the golden altar or the altar of incense, where the prayers of the people of God are addressed. Es gibt in der Offenbarung nur einen einzigen Altar und dieser Altar ist eben der goldene Altar, der Räucheropferaltar, der Ort, wohin die Gebete der Gläubigen aufsteigen. Another question? Noch eine Frage? Der hatte einen Text von Offenbarung, wo er den Bezug auf Jesus als König der Osten genommen hat. Yeah, you quoted the verse where Jesus is the King of the East. Mm-hmm. Ich hatte die Bibel hier, die syrische Übersetzung. He has a translation that's from Zurich, the Zurich translation. Und das ist, Mehrzahl. Das ist was? Mehrzahl, den Königen. Oh, okay. And in that translation, the Zurich, it's a German translation, it's a plural, it's the kings of the East. Yes. Yeah, kann ich das ein bisschen. So can you explain that? If you look the records, you will see that I speak about the king of the East and also they are also the angels of God. You look where? They are also the angels of God. No, the beginning of your sentence. If you look if where? If they look at the record, at the recording, when we were filmed, okay. You will see that I said that Jesus is the King of the East, but he is not coming alone. He comes with his angels. Okay, also wenn du dir die Aufzeichnung nochmal anguckst, dann siehst du, dass ich gesagt habe, dass also nicht nur Jesus den König des Ostens darstellt, sondern dass er nicht alleine kommt. Die Engel zählen dazu. Es ist Mehrzahl. Zero didn't come alone, but with other kings to fight Babylon. Als Cyrus, der König Cyrus, kam, um Babylon zu besiegen, kam er also nicht allein, sondern er hatte andere Könige mitgebracht. And Jesus comes in Revelation 19 riding a white horse, and the angels that followed him were riding also horse for battle. In Offenbarung 19 wird geschrieben, wie Jesus auf einem weißen Pferd reitend daherkommt, und zusammen mit ihm kommen die ganzen Engel, die auch auf weißen Pferden reiten und ausziehen zur Schlacht. All of them are kings, like we will become kings forever together with our Lord. Sie alle sind Könige, genauso wie wir auch als Könige gekrönt werden für alle Ewigkeit zusammen mit unserem Herrn. I could speak a lot of more about the fact that they are linked with the kings of the East. Ich könnte also über diese Formulierung, den Zusammenhang zu den Königen des Ostens noch eine ganze Menge mehr sagen. Ellen G. White wrote in the book The Great Controversy that soon we will see the cloud that covers the presence of the Lord coming from the east. Ellen White schreibt im großen Kampf darüber, dass wir bald diese Wolke, die Gegenwart des Herrn bedeckt, sehen werden, wie sie aus dem Osten kommt. There is a cosmic east that is called Orion. Es gibt einen kosmischen Osten und das ist der Orion. It is the only place in the universe that we may see from here, from pole to pole. Es gibt, also dieser Punkt des Orion ist der einzige Punkt im gesamten Universum, den man von der ganzen Erde aus gleichzeitig sehen kann, von einem Pol zum anderen. Every eye will see the Lord in his coming. Jedes Auge wird den Herrn sehen, wenn er kommt. And while the earth is turning out, everyone will be able to see. Und während sich die Erde dreht, Jesus coming. Wird jeder einzelne Mensch sehen können, wie Jesus kommt. He will not come from the south or from the north, because otherwise not every eyes will be able to see him. Er wird also nicht vom Norden kommen, er wird nicht vom Süden kommen, weil sonst nicht gesagt werden könnte, jedes Auge wird ihn sehen. She wanted also. Yeah. Die zweite Frage wäre, ich hätte gerne, wenn der da Zeit hat, die verschiedenen Pferde in Offenbarung, wenn der da eine Erklärung hat, dass er uns ein bisschen erklären kann, ob er das kann. Mhm.
If we have time, I would like to know about the various horses we have in Revelation, if you can tell us something about those. Light Channel recorded a message of the four horses of Revelation that I gave in their study 1 week ago. Ich habe also vor einer Woche, to read it, but it's too long to explain mm-hmm. that. Ich habe vor einer Woche im show that für Light Channel Aufnahmen gemacht in ihrem Studio über dieses Thema der vier Pferde, und es ist ein sehr ausführliches Thema, und das wäre jetzt zu langatmig, wenn ich das jetzt alles nochmal wiederholen würde. You may see all the books. I have just one sample for everyone, because I know that you read German. Most of you don't read English, and this is why I didn't bring too many several books. Ich habe hier, alle meine Bücher, die ich geschrieben habe, mitgebracht. Ich habe also von jedem Buch nur eine Ausgabe, weil ich bin davon ausgegangen, dass ihr Deutsch lest. Das sind hier die englischen Bücher, aber hier haben wir eins. Das heißt Seals and Trumpets, die Biblical and Historical Studies. Die Siegel und die Posaunen, eine biblische und historisches Studium. And you have a tremendous information historical for the fulfillment of the seals and of the trumpets. I am historicist, not futurist. Und in diesem Buch findet ihr also eine ganze Menge historische Quellen über die tatsächliche Erfüllung der sieben Siegel und der sieben Posaunen. Und ich bin Historiker, das heißt, ich spreche über die Dinge, die tatsächlich stattgefunden haben. Ich bin kein Futurist, kein Zukunft, in die Zukunft schauer. There was a problem in 3ABN, because one of the preachers became futurist in relation to the trumpets and surprised many people, and there was a tremendous negative reaction. Es gab bei dem amerikanischen Fernsehsender 3ABN ein Problem, weil einer der Sprecher dort sich verändert hat in seinen Ansichten und zum Futuristen wurde. Und es gab also einen erheblichen Wirbel aufgrund der neuen Ansichten, die er hatte, und viele Leute waren verwirrt. Yes. They knew that book that I had written, because they interviewed me in 3ABN about 4 years ago. Und sie wussten, dass ich über dieses Thema Bücher geschrieben hatte, denn sie hatten mich vor 4 oder 5 Jahren bei 3ABN interviewt. But they decided to call different kinds of views in our church, and they got together some theologians with different positions. Und sie beschlossen aber, verschiedene Theologen aus unserer Gemeinde zusammenzurufen und über dieses Thema zu diskutieren. Das waren also Leute, die unterschiedliche Positionen vertreten haben. And they asked me to go there, and they gave me the last 4 hours of messages on the trumpets. The last 4 hours of the whole meeting. In the meeting. We met in a Wochenende. Und dieses Treffen fand statt an einem Wochenende, und man hatte mich also auch gebeten, dort teilzunehmen, und mir den Auftrag erteilt, dass ich die letzten 4 Stunden dieses Treffens über das Thema der Posaunen sprechen sollte. You may find a personal summary of what happened in that confrontation in my webpage in English. Ihr könnt also auf meiner Webseite, die ist in Englisch, eine Zusammenfassung dieses Treffens, das dort stattfindet, finden, was dort also abgelaufen ist. One of the leaders of 3ABN asked me to write a small book on the trumpets. Und einer der Leiter dort von 3ABN hat mich dann gebeten, ein kleines Büchlein über das Thema der Posaunen zu schreiben. He told me many don't have time or are prepared to read the careful theological and historical study of your book. Er sagte also, nicht alle haben die Zeit und auch die Möglichkeit, diese sehr ausführlichen Studien in deinem Buch über die Erfüllung der Posaunen dort zu studieren. And he asked me to prepare a little book. And I did it here. The mystery of the apocalyptic trumpets unraveled. Und er hat mich dann gebeten, eine kurze Zusammenfassung dieses Themas der Posaunen zu schreiben. Und das Thema heißt auf Deutsch: Das Geheimnis der apokalyptischen Posaunen entschlüsselt. Biblical and historical certainties you will need for the world's last crisis. Biblische und historische feststehende Tatsachen, die du brauchst für die letzte Krise der Welt. It's your. Thank you. Thank you for your translation. Thank you.
habe ich gerade geschenkt bekommen. You may find there some specific answers of that. Also in diesem Buch kann man also ganz spezifische Antworten auf diese Fragen finden. Next week I will be in Andrews University giving a little seminar on the trumpets requested by Dr. Gerhard Damstecht. Ich werde nächstes Wochenende an der Andrews Universität sein und dort werde ich eine Vortragsreihe geben, speziell über die Posaunen. Und zwar habe ich eine Einladung bekommen von Gerhard Damstecht. Gerhard Damstecht was the editor of the book, the 27, now 28 Doctrines of our Church. Damstecht war der Herausgeber dieses Buches über unsere fundamentalen Glaubenssätze. Damals waren es noch 27, inzwischen haben wir 28. And he told me there is a tremendous confusion now, and this testimony that you are giving is crucial. Und er sagte mir, dass es in diesem Punkt inzwischen unglaubliche Verwirrung gibt und dass es ganz entscheidend ist, dass ich dort mein Zeugnis ablege und diese Vorträge halte. So we are in the struggle and we will continue fighting until the Lord says, come up to live with us. Und wir befinden uns tatsächlich in einer Auseinandersetzung und wir werden, dieser Kampf wird nicht zu Ende sein, bis zu dem Punkt, wo der Herr uns sagt, jetzt komm herauf und lebe die Ewigkeit. As we reach the end, said the Spirit of Prophecy, every point of doctrine will be challenged. Der Ellen White sagt, dass wenn wir an das Ende der Welt kommen, dass jeder einzelne unserer Glaubenspunkte in Frage gestellt werden wird. I am constantly being called to face opposition in different areas of our faith. Ständig werde ich gerufen, um bestimmten Auseinandersetzungen gegenüberzutreten, also Widerstand, der in allen Bereichen unseres Glaubens zu spüren ist. Since I am growing old, I thought more than once, okay, I did my job. Now I may go to a beautiful island or to another place and to wait the coming of the Lord. Seitdem ich älter geworden bin, habe ich öfter gedacht, ich habe meine Arbeit getan. Ich wünsche mir wirklich jetzt, ich könnte mich irgendwo zurückziehen auf einer wunderschönen Insel und dort einfach nur warten, bis der Herr kommt. But you know, every one of us will have to fight until the very moment of the coming of the Lord. Aber wisst ihr was? Jeder einzelne von uns wird sich diesem Kampf stellen müssen. Er wird in Teil der Auseinandersetzung sein, bis zu dem Moment, wenn unser Herr kommt. Und ich wünsche euch zu überkommen. Ich wünsche, dass ihr Überwinder werdet. Noch eine Frage. Wir wissen, dass in Europa jetzt der Sonntagtag ist und recht hoch getrieben. Aber wir wissen, dass das muss aus Amerika was kommen, die Gesetze. Und wie kann das jetzt zusammengestellt werden, dass in Europa das ist schon vorgerückt geworden? We see that in Europe the ambition to institute a Sunday and a Sunday law is very advanced and in the European Union, but we know that the first Sunday law will come from the United States. Now, how do we put this together? I am not sure that the first Sunday law will be ordered in the United States. Ich bin mir nicht sicher, ob das erste Sonntagsgesetz in den Vereinigten Staaten erlassen wird. We find that when the United States will impose the Sunday law, every country of the earth will imitate her example. Wir lesen, dass wenn Amerika das Sonntagsgesetz erlässt, dass kurz danach jedes andere Land der Welt folgen wird. And the Protestant will be the first to unite with the Roman Catholic Church in imposing the Sunday law. Die Protestanten werden die ersten sein, die sich mit der katholischen Kirche vereinen und das Sonntagsgesetz aufzwingen. Evangelicals and Protestant churches are uniting with the Roman Catholic Church here in Europe to impose Sunday law. Die Evangelikalen, also die Protestanten, haben sich hier in Europa mit den Katholiken verbunden, um Sonntagsgesetze durchzubringen. In the United States we find also reactions of Catholics and Protestants that suddenly say that the imposition of Sunday law has nothing to do with the separation of church and state.
Und wir sehen in den Vereinigten Staaten Stimmen sowohl aus dem katholischen als auch aus dem protestantischen Lager, die den Standpunkt vertreten, dass die der Erlass eines Sonntagsgesetzes nichts zu tun hat mit der Trennung von Kirche und Staat. About 3 or 4 months ago, I read a bishop in the northern of in the north of the United States saying that they believe that the imposition of Sunday would break the separation of church and state is a myth. Ich habe vor einigen Monaten gelesen, dass ein Bischof aus Nordamerika gesagt hat, dass diese Behauptung, dass der Erlass eines Sonntagsgesetzes die Trennung von Kirche und Staat aufheben würde, dass das ein Mythos ist. But the pressing of our church on this matter, the White House in the government of the United States is really strong there. The pressing, the pressing of our church, of our church against a Sunday law. Aber die unsere Gemeinde in Amerika übt ziemlich starken Druck auf die Regierung dort in den USA aus in Bezug auf das Sonntagsgesetz. Also sie agieren dagegen. This reaction that we have with lawyers trained for religious liberty in the United States is stronger than here in Europe. Und der Einsatz von Rechtsanwälten in USA, die sich mit religiöser Freiheit beschäftigen und die sich dafür einsetzen und die reagieren auf diese Bemühungen für ein Sonntagsgesetz, ist in Amerika viel stärker als hier in Europa. This is the reason why in the United States they had to work, as Ellen G. White warned about that, under the ground, not openly to impose Sunday. Und das ist der Grund, weil es eben diesen öffentlichen Widerstand von Vertretern der religiösen Freiheit gibt, ist es so, dass in Amerika, und Ellen White hat das ziemlich genau beschrieben, dass diese Bewegung, den Sonntag einzusetzen, im Verborgenen stattfindet, also unter der Oberfläche. But when this will happen, it will come suddenly. Aber wenn dann tatsächlich die Dinge eintreten, dann wird das sehr plötzlich sein. And the world will be mature to the imposition of Sunday law. Und die Welt wird einfach reif sein dafür, dass die Sonntagsgesetze erlassen werden. I will not continue speaking about that and how the spirit of prophecy speaks about that, because I will give another subject and I am just answering questions. Also ich werde jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen über dieses Thema. Ich könnte hier also wirklich jetzt sofort einen weiteren Vortrag halten, aber es geht ja hier einfach nur um Fragen, die wir beantworten wollen. Ja, also ich habe eine einfache Frage, vielleicht habe ich schlecht aufgepasst, aber es geht um die Zahlen in der Offenbarung. Wenn zum Beispiel, wie ist die Zahl 144 zu interpretieren? Als buchstäbliche Zahl, also reale oder alle symbolische Zahl? Nur die 144.000 oder auch die anderen, ja, Zahlen? Ja, also allgemein die anderen, aber mir geht es um die 144.000. Okay, he says that I have a question about the figures in Revelation. Maybe I wasn't that attentive, but you mentioned the 144,000. Now, is this a symbolic figure or a literal figure, and all the other figures in Revelation? How do I understand this? The figures for what? For the 144,000? 144,000, yes. Is it symbolic or literal? Symbolic or literal. Literal. Let me ask you a question. Do you know, eine Frage stellen. Do you know where is the tribe of Ephraim today? Weißt du, wo der Stamm Ephraim heute ist? There are 12,000. Da sind 12,000 aus dem Stamm Ephraim. And the tribe of Zebulun, there are other 12,000. Und auch der Stamm Zebulon, da steht, da sind 12,000 aus dem Stamm Zebulon. Wo ist der Stamm Zebulon? They form part of the 144,000. Sie sind ein Teil dieser 144,000. The only thing we may say is that they are symbolic. Also die einzige Art, um das zu erklären, ist, dass wir sagen, das ist eine symbolische Zahl, die für Israel steht. If the tribes are symbolic, why would we say that the number is literal? Also die Stämme sind symbolisch, und wenn wir jetzt sagen, die Stämme sind nur symbolisch, die Namen der Stämme, warum sollten wir sagen, dass die Zahl wörtlich zu verstehen ist? I have all the statements of Ellen G. White, and she never said that they are a literal number. Ich habe alle Aussagen von Ellen White zu diesem Thema, und kein einziges Mal sagt sie, dass das eine Zahl ist, die wörtlich zu verstehen ist. And I, in my books, I
gave the reason for the census that take place at the end in the investigative judgment. The census in what? The census for a war to deliver the last battle. In the people of Israel, men were counted to go to war, and we are counted now in the investigative judgment to deliver the last battle. Mm-hmm. Symbolically. Say the first part again. The first part. Yes. Well. I'm sorry. I have a lot of things to say about this. But probably the best thing is to hear. Okay, ich muss das letzte nochmal übersetzen. Also, das hängt auch zusammen mit, das Verständnis über diese Dinge hängt zusammen mit der Zählung des Volkes, die im Alten Testament gemacht wurde. Immer dann, wenn sie in die Schlacht gegangen sind, wurden die Krieger und das Volk gezählt. Und genauso ist es so, dass am Ende der Welt wir als das Volk Gottes gezählt werden. Also aus jedem Stamm werden die Leute gezählt, die für die letzte Schlacht da sind. Let me say one more thing. Yeah. In number 4, we find that there is a census and those who were unclean were expelled from the camp. Wir finden also in Mose eine Zählung des Volkes beschrieben und diejenigen, die unrein waren, wurden ausgeschlossen. We go to Revelation 21 and we may see that those who are unclean will not enter the city of God. Und wir gehen dann in Offenbarung 21 und da sehen wir den gleichen Vorgang, dass diejenigen, die unrein sind, die Stadt nicht betreten dürfen. And this is determined in the investigative judgment where the 144,000 are counted. Und entschieden wird das also, wer zu den Reinen und zu den Unreinen gehört, im Untersuchungsgericht, wo die 144.000 gezählt werden. So the 144,000 is a symbolic name for the last Israel of God, those who will deliver, to prepare them for the last battle. Also die 144.000 ist also eine symbolische Bezeichnung für Gottes Volk in der letzten Zeit, die gezählt worden sind, um in dieser letzten Schlacht als Gottes Volk aufzutreten. Revelation 17:14 says they are faithful, chosen and do you remember those who are with the Lord in the coming? In Offenbarung 17 Vers 14 ist von diesem Volk die Rede, sie sind berufen, auserwählt und Gläubige, glaube ich, ne? Ist der dritte Punkt. They were cleansed, no lie was found in their mouth, they may enter the city of God. Sie sind gereinigt worden, kein Betrug ist in ihrem Munde gefunden worden und sie sind bereit, in die Stadt einzugehen. Okay, brother. Yes. What does that mean? Ich erinnere mich an ein Zitat, wo gesagt wurde, die 144.000 an der Zahl, heißt das, glaube ich, im Deutschen. Yes, ne? Ellen G. White said, wrote, I heard the number. In number, she said, but it could be, she didn't say if it was in symbolic number or in literal number. Also Ellen White benutzt hier die Formulierung, ich hörte die Zahl der 144.000, aber sie erklärt das nicht genau, ob das jetzt symbolisch gemeint ist oder wörtlich, buchstäblich. Also ich will das nicht anzweifeln, was du gesagt hast, aber für mich ist der Begriff Zahl nicht etwas, was symbolisch ist. We find number 4, number 7, they are symbolic numbers in Revelation. We have several symbolic numbers in Revelation. Wir haben aber auch andere symbolische Zahlen, also die Zahl 4, die Zahl 7 und sie haben eine symbolische Bedeutung. Excuse me. I don't know if the other brothers are tired, but I may continue here answering questions. Ja, weitere Frage. Wenn wir diese Zeit erreichen, wo wir ohne einen Fürsprecher sein müssen. My question is, when we reach that time and we're without a advocate, mm-hmm. intercessor. Das heißt, Jesus hat das Heiligtum schon verlassen. So Jesus has left the sanctuary. Yeah. Dann ist das schon eine Zeit, wo auch diese Versiegelung schon stattgefunden hat, oder muss man das ohne Versiegelung? When the sealing has already taken place, or is this a time when we have to live without a sealing? At that time, we are already sealed. Nein, zu der Zeitpunkt sind wir bereits versiegelt. No one may remove the law of God from us. We are fixed
And she quotes Revelation. Wir sind also ganz fest, you have a Bible. So ganz fest, das heißt, intellectually and spiritually. Ja, genau, dieses Zitat, yeah. wo sie sagt, yeah. wir sind intellektuell und geistlich ganz tief verwurzelt. Aber die Gnadenzeit ist bereits vorbei. But the time of probation is past already. What? The time of probation is past when already. When we are sealed. Wenn wir versiegelt sind, dann ist die Zeit der Versiegelung vorbei. Well, isn't it this way that the sealing of the remnant takes place first? That the time of probation ends first for the ones that are sealed, and then step by step the others are being. This will be in the last moment. I don't enter these little details because this could take in the same day or in 2 days or in 3 days. I don't know when. No, the sealing is the end. The first is the judgment of the wicked, of those who died, and then of those who are living in the earth. Hmm. Of course, the 144,000, those who will belong to the people of God, will not be sealed all at once. Some will be sealed just a little before and just a little later, but I cannot define how long will it take the sealing of the living ones. I was just referring to the fact that Peter says the judgment will begin at the house of the yes, Lord. And at the same time I find the judgment in the fifth seal, I see that the martyrs are given the white clothes by the court, but they are saying that they have to remain there until the number will be completed in the last generation. Okay, es geht hier also um die Abfolge der Versiegelung und die Frage, ob jetzt die Gläubigen als Erste versiegelt werden, als ob zu Beginn des Untersuchungsgerichts erst die Gläubigen versiegelt werden und dann die anderen kommen. Und wir wollen hier nicht auf alle kleinen Details eingehen. Im Grunde genommen sagt Petrus schon, dass das Gericht fängt an beim Hause Gottes, aber beim fünften Siegel wird auch gesagt, dass diejenigen, die Märtyrer, die dort unter dem Altar sind, dass ihnen das weiße Kleid gegeben wird, dass sie aber warten müssen, bis alle anderen auch vollendet sind, also auf die anderen warten. For some, the time of probation may end today, because they sinned against the Holy Spirit. Für einige kann es sein, dass die Gnadenzeit heute abläuft für sie, weil sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen. But in general terms, the time of probation will finish when the last one will be sealed. Aber allgemein gesagt kann man sagen, dass die Gnadenzeit in dem Moment abläuft, wenn der letzte Mensch versiegelt ist. Ich habe eine Frage. Sie haben gesprochen von 10 Leuchtern. In Offenbarung 3 steht nur von 3 Leuchtern. So you talked about 10 candelabers in Revelation, but in Revelation 3 it only talks about 3. 7. It's talking about 3 candelabers. 3 candelabers. Ja, yeah, sag nochmal, no, wo 7. Über wie viel? Sie haben gesagt, in Offenbarung 3 steht über 7 Leuchter. Ja. So just repeat statement about the 10 candelabers. In Revelation, in the first vision, Revelation 1-3, you have 7 candelabra. In der ersten Vision, die wir in Offenbarung 1-3 finden, werden 7 Leuchter beschrieben. In Revelation 4, you find 1 candelabra. In Offenbarung 4 ist dann von einem Leuchter die Rede. You have already 8. Und das macht 8 and insgesamt. In Revelation 11 you have 2 candelabra. Und in Offenbarung 11 ist von 2 Leuchtern die Rede. You have 10 candelabra. Dadurch hat man als Summe 10. Was haben die anderen Leuchter mit diesen Leuchtern zu tun? So what do the 3 other candelabras have to do with the 7 ones? Well, just counting all the candelabra we obtain the 10. Also it's, es geht einfach darum, in a symbolic way. Geht darum, dass man, wenn man die auf symbolische Art und Weise alle Leuchter zusammenzählt, dass man auf die Zahl zählt. We could ask in that case, how many candelabra are in the heavenly temple? Just 1, because there is 1 in chapter 4, or just 2, because there are 2 in chapter 11, or there are 7, because there are 7 in chapter 1-3. Man könnte also auch die Frage andersrum stellen: Wie viel Leuchter gibt es im himmlischen Heiligtum? Nur ein Leuchter, weil
in Kapitel 4 ist von einem Leuchter die Rede, oder gibt es zwei Leuchter, weil in Kapitel 11 von zwei die Rede ist, oder gibt es sieben, weil in Kapitel 1 bis 3 von sieben Leuchtern die Rede but ist. But when I try to connect the visions of the heavenly temple in Revelation with the temple of Solomon, I see many connections. Aber wenn ich jetzt die Vision in der Offenbarung über das himmlische Heiligtum zusammenbringe mit dem, was über den salomonischen Tempel im Alten Testament beschrieben wird, dann sehe ich da ganz viele Querverbindungen. And the, und im salomonischen Tempel waren ja 10 Leuchter. And the fact that John saw 10 candelabra, if we count one after another, is another of these general connections. Und also die Tatsache, dass Johannes hier, wenn wir alle die Leuchter in Offenbarung zusammenzählen, dass Johannes 10 Leuchter insgesamt sah, ist ein weiterer Punkt, wo eben eine deutliche Verbindung zu dem salomonischen Tempel da ist. The prophets don't see everything that is in the temple of the Lord. Die Propheten sehen nicht alles, was im Tempel des Herrn ist, zu einem Zeitpunkt. They see only what the Lord reveals them at a specific moment. Sie sehen also nicht alles, sondern sie sehen immer nur das, was der Herr ihnen in diesem Moment offenbart. Probably there are more than 10 candelabra. Vielleicht oder wahrscheinlich gibt es dort mehr als 10 Leuchter. I don't know it, but if there are more candelabras, I will see them when the Lord will bring me there. Aber wenn es tatsächlich mehr Leuchter noch gibt, dann werde ich sie in dem Moment sehen, wo der Herr mich dort hinbringt. But we find a revelation, a connection with what God revealed in the earthly temple. Aber wir können in der Offenbarung ganz klar die Verbindung sehen zu dem, was Gott in dem irdischen Heiligtum gezeigt hat. Ich habe noch eine Frage. Da steht, Sie haben gesagt, dass als Jesus in den Himmel fuhr, vor dem Pfingstfest, da wurde der Tempel eingeweiht. War das nicht irgendwie früher oder habe ich da was verpasst? Sehr gerne. Der Tempel im Himmel wurde eingeweiht, als Jesus nach oben ging und bei Pfingsten. War das auch nicht früher schon eingeweiht? Du meinst den Tempel im Himmel? Ja. Er hat gesagt, die Einweihung fand statt in einer Phase, die bis Pfingsten dauerte. Okay, the question is, you said that the inauguration of the heavenly sanctuary took place when Jesus ascended to heaven until Pentecost. Was the heavenly sanctuary not inaugurated already before that time? No, the inauguration began of the heavenly temple began with the sacrifice of Jesus. Also die Einweihung des himmlischen Tempels begann mit dem Opfer Jesu. Aaron and Moses entered and left the temple more than once. Aaron und Mose haben also den Tempel nicht häufiger als einmal betreten und wieder verlassen. Jesus went to heaven in the day of the resurrection. Also am Tag der Auferstehung fuhr Jesus in den Himmel. I deal in detail with this in these two books. Und ich befasse mich also im Detail mit diesem Thema in diesen beiden Büchern. And he came again to be with his disciples to acquaint them with his resurrected body. Und dann kam er wieder zurück und traf sich mit seinen Jüngern in dem Leib, den er nach der Auferstehung hatte. But when you read the statements of Ellen G. White, she confirms also that with the enthronement of Jesus on the day of Pentecost in the heavenly temple, the inauguration of the redeemed was completed. The inauguration of the redeemed was completed according to the spirit of prophecy when Jesus was enthroned in Pentecost. Wir haben auch Aussagen von Ellen White, wo sie bestätigt, dass mit der Intronisierung Jesu zu Pfingsten gleichzeitig die Salbung oder Amtseinsetzung der Erlösten abgeschlossen war. If you read English, you may go to my webpage and you will find an article about Revelation 4 and 5 and a summarize of statements of the spirit of prophecy and the Bible.
Also wenn ihr Englisch lesen könnt, dann könnt ihr auf meine Webseite gehen und dort findet ihr einen Artikel über Revelation 14:5. Über Offenbarung Kapitel 4 und 5. Und dort findet ihr auch alle die Zitate von Ellen White und eine Zusammenfassung über dieses Thema. I am not a good seller, so I am not requiring you to buy this book, but you may, because I am telling you that you may find free a summary there. Also ich bin kein guter Verkäufer. Ich sage euch also nicht, ihr sollt meine Bücher kaufen, sondern ich erzähle euch, ihr könnt auf meine Webseite gehen und da könnt ihr umsonst die Zusammenfassung meiner Bücher lesen. But you will have more in detail here, so you may buy it. Aber in den Büchern findet ihr also natürlich mehr Details, da geht es mehr in die Tiefe, also ihr dürft auch die Bücher kaufen. Okay. Gibt es, are there plans to translate them? These books? I am not able to translate them into German. Ich bin nicht in der Lage, sie ins Deutsche zu übersetzen. I depends of you. I depends of Gabby or her brother or other people who may translate it. Also ich bin abhängig von Gabi oder ihrem Bruder oder anderen Leuten, die das übersetzen können. Eine Anmerkung in eigener Sache: Meine Übersetzungsarbeiten sind ungefähr so. Yes, I wanted to say that Gabi has a lot of work. Ja, das Kleine, das wäre eine Möglichkeit. That's a good possibility to translate the small one because it's a summary. Very important subject. Yes. I told your brother Johannes and that he may translate it if he wants, and he told me, oh, this would be good. Yeah, but they have to decide in Amazing Discoveries, yeah. If they will do. Mm. Also if they don't do this, there are others who are able to do it. Also ich habe Gabis Bruder Johannes schon gefragt, ob er das nicht übersetzen könnte, und er hat gesagt, es wäre wirklich eine gute Idee, dieses Buch zu übersetzen, und sie werden es bei Amazing Discoveries besprechen, ob sie das Buch herausbringen. Wenn nicht, gibt es noch andere Möglichkeiten, auch andere Leute, die das Buch übersetzen können und es rausbringen. Es ist ja nicht so viel, das kann man ja in Wie viel ist das? Mal gucken. How many pages is this? Less than 70, 80 Seiten. Es geht also relativ schnell. Also wenn man mit dem Thema vertraut ist, geht's schnell. Mm-hmm. 75 Seiten. Ja? What function does the sanctuary have on the new earth when everything is over? We find in Revelation 21 that there will be no temple in the New Jerusalem. In Offenbarung 21 wird gesagt, dass im neuen Jerusalem es keinen Tempel mehr gibt. But in Revelation 7 you find a temple and the great multitude will be there. Aber in Offenbarung 7 sehen wir den Tempel und dass die große Menge der Menschen ist dort. When we read that there will be no temple, I think that the prophet is saying that the heavenly temple of God will have nothing more to do with salvation. Ich glaube, dass der Prophet sagen will, wenn er sagt, ich sah keinen Tempel, dass der himmlische Tempel nichts, keinen Bezug mehr haben wird zu dem Erlösungsgeschehen. The heavenly sanctuary will have nothing to do, probably with a holy place in the most holy place to represent the complete work of ministration of Jesus in heaven. Der himmlische Tempel wird keinen Bezug mehr haben zu dem Heiligen und zu dem Allerheiligsten, was ja alles Funktionen waren im Zusammenhang mit dem Erlösungsgeschehen, mit der Erlösungstat, die Jesus im Himmel vollbracht hat. Some believes that the entire Jerusalem will be the temple of the Lord. Es gibt Leute, die glauben, dass das gesamte Jerusalem der Tempel des Herrn sein wird. But we will meet Saturday after Saturday. In the temple of the Lord for all eternity. Wir werden eine ganze Ewigkeit hindurch einen Sabbat nach dem anderen uns im Tempel des Herrn versammeln. God is the temple. His presence will be there forever. Gott ist der Tempel, seine Gegenwart wird dort sein für alle Ewigkeit. Den himmlischen Tempel überhaupt. Wir wissen jetzt, wann er eingeweiht wurde, aber seit wann gibt es den überhaupt? We now know when the inauguration of the heavenly sanctuary took place, but since when does the heavenly sanctuary exist?
Before the inauguration, did the heavenly temple exist? In Revelation, in Hebrews chapter 9, we find some expression that may help us to understand that it was raised at the time when sin was introduced on the earth. Wir finden in Hebräer 9 einen ganz bestimmten Ausdruck, der ein Hinweis darauf ist, dass der Tempel in dem Moment eingerichtet wurde, als auf der Erde die Sünde auftrat. But it was ratified or confirmed with the blood of Jesus when he died in the cross and went there to anoint the heavenly temple. Aber ratifiziert, also sozusagen bestätigt, wurde er erst, als Christus sein Blut am Kreuz vergoss und er danach dann in den Himmel ging, um den Tempel einzuweihen, also einzusetzen für seine Funktion. David Solomon spoke about the heavenly temple, and we find many testimonies in the Old Testament of the existence of a heavenly temple. Also David und auch Salomo sprachen über den himmlischen Tempel, und wir finden im Alten Testament eine ganze Menge Zeugnisse darüber, dass im Himmel ein Tempel existiert. Vielleicht könnt ihr auch noch sagen, das englische Wort inauguration bedeutet eben nicht nur Einweihung, sondern auch Amtseinsetzung. Es kann also eine Einsetzung sein für die Funktion. I would like to tell you many more things, but I wouldn't like to complicate or to speak a long time now. Ich könnte euch noch eine ganze Menge mehr erzählen, aber ich möchte die Dinge nicht verkomplizieren und hier auch zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Okay. So, I am really happy. Ich freue mich sehr. Not because we reached the end of the meetings. Nicht weil wir ans Ende gekommen sind. But because I was with you and I could see that you are faithful. You want to know more about our message. Sondern weil es eine Freude war, mit euch zusammen zu sein hier, weil ich sehen konnte, dass ihr Glauben habt, dass ihr mehr wissen wollt über unsere Botschaft, dass ihr Interesse zeigt. Keep fast the faith that God gave you, and we will meet together soon in that heavenly temple. Und haltet fest an eurem Glauben, bleibt treu, und es ist nicht mehr lange, bis wir uns gemeinsam dort in dem himmlischen Tempel treffen werden. God bless you. Gott möge euch segnen.